Hallo Leute und willkommen zurück zu World of Warcraft Legion mit unserer Alexiel, Nachtelfe. Und ich habe mir Schattenklaue, die komische, Säbelzahn, Mondpirscher, was auch immer, Kater, Tiger-Ding. Das habe ich mir einfach mal direkt gezähmt, als der vor mir auftaucht, als ich einloggte. Und ich dachte, naja, vielleicht steht dann da sogar Schattenklaue, aber nein. Also habe ich das Vieh Zora genannt. Jetzt ist unser weißes Tigerchen, unsere Katze ist weg. Und die hat jetzt schon einen Namen, weil das eine andere ist. Und damit hat sich das mit dem Namen zumindest im Moment gerade erledigt. Ich fand Zora passte irgendwie ganz gut. Außerdem habe ich immer so selten irgendwie weibliche Tiere. Ja, ganz komisch. Hier steht auch ein Reh, mal so nebenbei. Und da vorne sind jetzt die anderen Mondpirscher. Und von denen, ja, wenn die mich angreifen, muss ich sie aber töten. Also mein Inventar ist voll. Und die darf ich jetzt auch gar nicht mehr, weil der war wach, der hat das mitgekriegt. Bereit zur Abgabe. Okay, das war's schon. Ich habe schon genug gesammelt. Das ist sehr schön. Ja, wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Okay, wir laufen einfach mal direkt wieder zurück. Ich hoffe, dass wir bald endlich in eine Stadt kommen, wo ich mich transmoggen kann, wo ich endlich mal wieder hübsch aussehe als so. Das sieht so furchtbar aus. Das kann man natürlich alles viel, viel schneller machen, als so wie ich das mache. Fips ist auch wieder dabei, wie ihr seht. Und Zora muss bestimmt ein männlicher sein. So ist ja aber auch egal. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Begleiter. Und Hamlet ist ja auch noch relativ neu. Aber Zora wird wahrscheinlich eh bald irgendwann ausgewechselt. Aber im Moment reicht Zora aus. So, Seraphine. Hallo. Ich danke euch, Verbündete. Wir werden wachsamer sein, sollten sie wiederkehren. Ja. Level up! Stufe 17. So, Bewahrer Caritus. Materialien für das Ritual haben wir fertig. Habt ihr die Materialien, die ich euch gebeten habe? Ja, ja, schön. Diese Materialien sind perfekt. Sie sind die letzten Zutaten für einen speziellen Weihrauch, an dem ich arbeite. Ich werde es euch gleich erklären. Lasst mich die Zutaten nur schnell vermischen. Grimklaus ist ein recht hartnäckiger Kämpfer. Ich habe ein wenig Mitleid mit den Wildern, obwohl ihre Absichten abscheulich waren. Ihr habt meinen Dank, junge Dame. Mit dieser Salbe sollte sich Grimklau um einiges schneller erholen können. Ich werde mich um Grimklaue kümmern, bis er sich vollständig erholt hat. Bald wird er bereit sein, in seine Heimat zurückzukehren. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch, während wir warten. Vielmehr möchte ich euch einen Gefallen tun, wenn ihr dies wünscht. Die großen Geister der Wildtiere sind unter uns und warten auf Hilfe, um die Zerstörung aufzuhalten. Sie sind immer bei uns, auch jetzt. Und mit den Materialien, die ihr mir gebracht habt, kann ich euch ermöglichen, sie zu sehen. Sprecht mit den Geistern, wählt einen von ihnen und kehrt mit dem Segen dieses Geistes zu mir zurück. Tschüss. Okay. Ja, okay, wir dürfen uns einen aussuchen. Und wenn wir gewählt haben, dann war es das, ne? So, jetzt können wir den Segen halten. Ich will aber keine Gruppe. Den Segen. Erhalte ich den irgendwo da oder bei ihm? Oder nee, bei ihm muss ich das hier machen, ne? Bei Grimklau oder nicht? Grimmi? Grimklau? Muss ich erstmal nach, ne? Den Weihrauch. So. Ach, der ist immer hier, genau. Ich habe mich damals auch schon gewundert. Hier ist der Weihrauch. Rechts von dir sieht man immer kaum. Da. Weihrauch. Atmet den Rauch ein, um Visionen großer Tiergeister vorzurufen. Machen wir. So, total krass. Was sagst du? Ja, jetzt können wir gucken, welche Tiere es gibt. Es gibt hier den tollen Hirsch. Großer Hirschgeist. Ich sorge für mein Volk. Ich führe es nicht mit Gewalt, sondern mit Weisheit und Schnelligkeit. Weisheit leitet uns tiefer in die Wälder, wenn Gefahr droht. Und Schnelligkeit sorgt dafür, dass unsere Feinde nur noch unsere Abwesenheit feststellen können. Dank meiner Weisheit kann ich eure wahren Absichten hinter der Bitte nach meinem Segen sehen und weiß, dass ihr den Segen meiner Schnelligkeit verdient. Ihr werdet ihn erhalten, doch ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass die anderen Geister euch nicht mehr willkommen heißen werden, sobald ihr ihn habt. Überlegt euch gut, ob dies euren Wünschen entspricht, bevor ich euch meinen Segen erteile. Das lassen wir erstmal so stehen und gucken uns natürlich noch die anderen Geister an. Guck mal, wen haben wir hier? Großer Mondpirschengeist. Ich teile diese Wälder gerne und akzeptiere Nachtelfen in meiner Heimat. Manchmal bezeichne ich sie sogar als Freunde. Auch wenn sie in letzter Zeit viel unter der Verderbnis gelitten haben, so kann ich doch in euch die gleiche Stärke, Ehre und auch das Temperament sehen, das ich an ihnen schätze.
Wenn ihr den Wert der Wildheit erkennt, die zur Bezwingung mancher Probleme wichtig ist, so bin ich bereit, euch meinen Champion zu nennen. Ihr müsst jedoch wissen, dass euch die anderen Geister nicht akzeptieren werden und so. Ja, und dann haben wir aber noch einen. Da vorne ist er. Seit ewigen Zeiten durchstreife ich diese Wälder und lebe in diesen Bergen. Es ist der Geist der Distelbären. Durch Schnee und Feuer sah ich Zivilisationen kommen und gehen, während die Natur besteht. Nun hat sich die Erde selbst gegen uns gewandt und es ist offensichtlich, dass wir kämpfen müssen, um unser Vermächtnis zu bewahren. Euer Herz ist aufrecht und ich würde euch als mein Champion wählen, wenn euch die dicke Haut und Resistenz der Distelbären am Herzen liegt. So nehmt meine Gabe an. Aber die anderen mögen das dann nicht mehr. So, was war jetzt hier? Das war, irgendwie mehr Resistenz? Oder was filter ich da jetzt raus? Wand? Ja. Mhm. Resistenz. Okay. Da kriegen wir dann irgendwie so einen Segen und das wird dann verbessert oder so, aber das ist im Nachhinein eigentlich sowieso alles vollkommen egal. Was hatte der jetzt nochmal? Wert der Wildheit. Das ist natürlich auch cool. Ich möchte aber hier euch die gleiche Stärke, Ehre und das Temperament. Das ist hier so Wildheit, Temperament und so. Ich nehme den Hirsch. Ich glaube, den habe ich das letzte Mal auch genommen. Nicht nur, weil es ein Hirsch ist, weil, ja, Weisheit und Schnelligkeit. Komm, Schnelligkeit ist gut, weil wir können noch nicht reiten. Ihr erhaltet den Segen des Tiergeistes. Toll. Ja. Großer Hirschgeist, wir haben uns entschieden. So, ich habe mich entschieden. Ihr musstet das jetzt mit ertragen. Es ist vollbracht. Ihr habt den Segen eines der großen Geister erhalten und nun kann ich das Ritual mit euch abschließen. Bitte haltet still. Ach so, ich habe hier wieder nur Gedöns drin. Ne? Das Bärenfleisch schmeiß ich mal weg. So, dann kriege ich hier sonst irgendwas. Toll. Es ist vollbracht. Der Geist ist mit euch verbunden und ihr werdet ihn jedes Mal, wenn ihr an der Dunkelküste seid, mit euch tragen. Möget ihr der Natur ein guter Diener sein. Cool. Nun, da der Bund geschlossen ist, liegt der Segen auf euch. Es wird euch das Reisen in diesen Landen sehr erleichtern. Grimklau hat sich vollständig erholt. Er hat sich auf den Weg nach Lordanel gemacht, bevor ich etwas sagen konnte. Das bedeutet wohl, dass auch der Zeitpunkt eurer Abreise gekommen ist. Es hat mich sehr gefreut, eure Bekanntschaft zu machen. Lebt wohl und leitet meine besten Wünsche an Volkorn Grimklau weiter. Ja, das nehme ich natürlich an. Und hier ist jemand anderes. Okay, hab mich schon gewundert. Ja, jetzt haben wir da irgendwie den Special Geist. Bei uns, in uns. Whatever. Achso, ich habe übrigens mit meiner Blutelfe, im Moment mache ich wieder etwas mehr Petkämpfe, weil ich das Glück hatte, dass ich noch ein stärkeres Pet bekommen habe. Und wenn man dann halt erstmal 3 Stärke hat, so auf Level 25, dann kann man halt ja alle anderen auch quasi fast jedes Mal besiegen, es sei denn, das sind halt starke Petkämpfer und total starke Pets. Aber wenn man das so richtig ausklügelt, dann kann man tolle Petkämpfe machen. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall war ich, wo ich mit meiner Blutelfe spiele, ist ja schon viel, viel weiter. Auch die Pets sind da natürlich vom Level höher. Und da habe ich mir so einen kleinen Babyfuchs geholt. Der ist so niedlich. Und er heißt Pfötchen. Ich habe ihn Pfötchen genannt. Und das Schöne ist, dass ich mit meiner Blutelfe da auch einen größeren Fuchs habe, der dann dabei ist. Und ja, dann sind die quasi zusammen. Und das ist total niedlich. Dann hatte ich das Glück, dass ich ein Item bekommen habe, mit dem man ein Wildhals-Pet direkt halt auf selten machen kann. Also diese Pets hier, die hier steht dann immer, was die für eine Qualität haben. Der ist zum Beispiel schwach. Und diese Wunderlampe hier ist zum Beispiel ungewöhnlich. Und mein Pfötchen, wo ist er denn? Pfötchen. Da. Der ist jetzt auf selten. Der war aber eigentlich auch auf ganz schwach oder normal oder sowas. Und jetzt ist er selten. Und mit dem kann man jetzt auch kämpfen. Und das hat mich total gefreut, dass ich dieses niedliche Füchslein bei mir habe. Aber wir haben ja auch noch Flöckchen. Pfötchen und Flöckchen und wie sie alle heißen. Auch sehr süß. Ja. So ist das. Jetzt wollen wir wieder zurück. Schön wäre es gewesen, wenn wir hätten reiten können. Kann man hier eigentlich irgendwie ein bisschen schneller vorankommen? Oder wir gehen hier einfach mal weiter. Hui. So, komm, Zora. Wir müssen weiter. Zora war mal Schattenklaue.
jetzt nicht mehr. Ach, so idyllisch hier wieder mal. Ich will reiten, Manno. Irgendwo müsste doch die Ische sein, oder nicht? Ist sie da oben? Die bringt uns doch auf den Pirscher wieder zurück, oder nicht? Das wäre natürlich total gut. Es geht nämlich dann viel schneller. Ich bin geehrt. Komm, ja, noch Laudanel, komm, jetzt aber. Automatisch. Ha, muss nicht mal was tun. Sehr schön. Ah, toll. Das Ambiente, Leute, das Ambiente. Sieht immer viel zu groß aus auf diesen Säbelern, weil die Nachtelfen einfach so wahnsinnig groß sind. Naja. Aber das ist viel, viel schneller jetzt und das finde ich viel, viel besser. Ja, herrlich. Das war gut. Zack, sind wir wieder in Laudanel. Hui, Laudanel. Warum gibt es hier keinen Transmogrifizierer echt? Dann könnte ich das jetzt schon machen. Ich weiß nicht, ob es einen Darnassus einen gibt. Ich habe das letzte Mal nicht drauf geachtet, hätte ich mal tun sollen. Das nervt mich total, vor allem da ich ja schon schön Klamotten und so habe. Bergbauarbeiterin. Hier haben wir auch noch Quests. Was will er denn? Was kann ich heute für euch tun? Das Leben eines Schatzsuchers ist gefährlich. Macht euch da lieber nichts vor. Ihr seht sehr fähig aus. An der Küste hier sind viele Wracks, viele alte und ein paar neue. Ich versuche schon seit einiger Zeit, mich darum zu kümmern und die wertvollen Reste besser zu nutzen. Aber die Murlocs, die sich dort breit gemacht haben, haben andere Vorstellungen. Ich habe viele Abenteurer losgeschickt und keiner kam zurück. Sorgt euch nicht, ich habe meine Lektion gelernt und euer Schicksal wird ein anderes sein. Schwimmt in Richtung Norden und sucht Gary. Er wird euch dort, den neuen Plan erklären. Es ist ganz einfach. Mögen eure Reise sicher sein. Aha, okay. Wenn du meinst. Müssen wir mal schauen, wo das Ganze hinführt und endet. Jetzt erstmal hier zu Serendia Eichwisper. Seid gegrüßt. Ihr seid zurückgekehrt. Es ist gut, euch wiederzusehen. Ich gehe davon aus, dass wir euch für Grimklaus Rückkehr zu danken haben. Leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Ich konnte das Gift nicht neutralisieren. Ihr Zustand hat sich verschlechtert. Gershala starb kurz nach eurer Abreise und Volker starb kurz vor eurer Rückkehr. Die sichere Rückkehr Grimklau hat er noch erlebt und er starb mit einem Lächeln im Gesicht. Ich wünschte nur, ich hätte mehr für ihn tun können. Nun muss ich all meine Kräfte daraus richten, Schaldin zu richten. Also entschuldigt mich bitte. Geht in Frieden. Kein Problem. Zerelan Weißklaue, es ist mir irgendwie gelungen, nicht mit dem gleichen Gift in Berührung zu kommen wie all die anderen. Doch im gewissen Sinne beneide ich sie sogar. Eine Ewigkeit in Einsamkeit zu verbringen, erscheint kaum lebenswert. Ich vermisse dich so sehr, Anaya. Ich danke euch, Alexiel. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich es selbst getan hätte. Doch selbst nach tausenden von Jahren konnte ich die Hand nicht gegen sie erheben. Ich bitte euch, lasst mich nun allein in meiner Trauer. Seid vorsichtig. Oh Mann, das Inventar ist voll. Wir können aber was Besseres anziehen. Dann machen wir das mal. Bessere Schuhe. Und bessere Handgelenkschützer. Ja, irgendwie will ich dann mal hier ein zerbrochenes Horn wegschmeißen. Was führt euch hierher? Und nehmen den Anais-Anhänger. Die Göttin schützt euch. Das haben wir gemacht. Vielleicht können wir das ganze Gedöns mal verkaufen, was ich hier habe. Dafür sind die Leute doch da. Weg damit. Und schon ist es freier. Stoffkette, Stab. Stab braucht man alles nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Beutel noch brauche. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche kein Handwerksmaterial. Das auch nicht. Das auch nicht. Vor allem brauche ich das alles nur Ahnenkugeln. Oh, hier ist noch eine Vorlage, die ich nicht habe. Stoff. Bla. Das ist ein kleiner Heiltrank. Und irgendeine. War das eine Robe? Oh, das war eine Robe. Die wollte ich wieder zurückhaben. Warum? Hey, weil wir uns dann schick machen können natürlich mit einem tollen grünen Robending. Na gut.
Lebt wohl. Einfach mal Klamotten behalten. Was ist das jetzt hier? Wird ein Schildhand für dich? Nein, komm, das brauchen wir nicht. Das Gedöns. Hier brauchen wir Schmiedekunst. Will ich noch Schmiedekunst lernen? Durch die Sterne leiten. Weiß man nicht. Wir haben hier auch Lederrüstung. Aber das bringt mir nichts. Kette wäre natürlich besser. So. Friede sei mit euch. Ich möchte das zu meinem Heimatort machen. Für den Fall, dass ich sterbe, dann komme ich hier zurück. Aber erstmal müssen wir hier noch einen Quest abgeben. Hier ist noch jemand, mit dem wir was geben können. So. Da vorne irgendwo. Wo denn hier? Was nee, wird euch hier irgend so eine Schildwache. Oh, bin ich doof? Hallo. Ach da, hier läuft sie. Ich nur Allah. Seid gegrüßt, Jägerin. Die letzte Flamme von Bashar al-Aran. Ihr habt unseren Dank, es ist an der Zeit, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und uns der Zukunft zu widmen. Die Eindringlinge der Splittersperre. Als ob wir mit dem Land und den gegen uns gewandten Elementen nicht schon genug zu tun hätten, scheint es jetzt auch noch, als habe etwas die Trolle im Nordosten aufgewiegelt. Sie marschieren für den Kampf auf. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben. Aber sie haben bereits ein paar unserer Speer angegriffen und belagern die Kultisten beim Turm von Al-Thadlax. Wir haben einen Trupp unserer besten Schildwachen losgeschickt, um ihrem Angriff entgegenzutreten. Ich bin mir sicher, dass sie Hilfe gebrauchen könnten. Also wäre es gut, wenn ihr euch zu den Ruinen nordöstlich von hier begebt und euch ihnen anschließt. Seid vorsichtig. Vergesst nicht, bei den Brücken südöstlich der Stadt anzuhalten für einen Ritt hinauf zu unserem Vorposten. Okay, Brücken südöstlich der Stadt. Aha. War es das jetzt hier oder können wir hier noch was machen? Hexenmeisterlehrerin? Stallmeisterin? Was führt euch hierher? Wir könnten hier so reintun, aber die anderen sind eh noch gesperrt. Dann wäre aber ein Platz halt frei und wir haben ja nicht so viele Plätze. Packen wir Zora erstmal weg. Ich packe Zora erstmal weg. Viel Glück. Für den Fall, dass wir halt einen sehen, können wir uns direkt noch einen Begleiter machen und haben den anderen in den Stall gepackt. Dann ist Hamlet bei uns. Der kleine, niedliche Hamlet mit Flöckchen. Das passt ja. Ja, ich freue mich schon, wenn wir reiten können. Wer ist hier? Irgendjemand. Südöstlich der Stadt. Wir hatten ja aber noch den Quest. Da müssen wir doch eher in die Richtung, oder? Ist es besser, wir machen das erstmal? Ich glaube, wir müssen erstmal eh da vorne hin. Dann laufen wir irgendwie zu wirrig, glaube ich. Müssen wir da hinschwimmen? Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Schwimmen. Wir tauchen mal ein bisschen. Wir tauchen so selten. Da ist der Nebelrand. Und da taucht auch schon der blaue Kreis auf. Wo wir hin sollen. Irgendjemand ist hier betrunken und scheint wieder nüchtern zu werden. Okay. Ich nehme gerade morgens auf. Das ist für mich dann so ein bisschen okay. Kann man ja mal morgens machen. Passt schon. So, da. Ah, guck mal hier. Da ist schon das Hügelchen. Da ist schon das Hügelchen. Entdeckte Wrack der Silbermorgen. Dieser bedrückenden Musik hier. So, da ist Gary. Törichte Abenteuerle. Hallo? Warte mal, ich will erstmal raus. Können wir nicht mal erstmal mit ihm quatschen? Hi, wie geht's? Wie geht es euch? Ich bin Gary und ich nehme an, dass Gorbold euch geschickt hat. Wenn ihr hier seid, um zu helfen, dann ist der Plan recht einfach. Ich habe ein paar Köderbots zusammengebastelt. Wir lassen die kleinen Kerle an die Murlocs rantanzen und aktivieren Encountern. Sie strahlen posierendes Licht und Geräusche aus, um Murlocs anzuziehen und explodieren dann nach einigen Sekunden, wobei sie die Murlocs mit sich nehmen werden. Wenn wir genügend von ihnen unter ihnen verteilen, sollte es uns möglich sein, die Frachträume der Schiffe zu erreichen. Mit weniger Verwundeten diesmal hoffe ich. Das ist allerdings nicht euer Part. Ihr müsst bloß diese kleinen Fischmänner in die Luft jagen. Man sieht sich! Okay, dann machen wir das jetzt mal. La 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 la. Immer rein ins Getümmel. Schön. Kommt alle. Ja. Boom. Und noch.
nochmal das Ganze. Da vorne sind auch ganz viele. Das ist schön. So doof. Boom. Finde ich immer sehr lustig. Ach, und das Ganze nochmal. Hier sind viele. Kommt alle, kleine komische Murlocs, die anscheinend irgendwie stören. Murloc-Plage, ich bin gekommen, um eure Schätze zu stehlen. Versucht doch mich aufzuhalten. Na los. Unmittelbar bevorstehende Detonation. Boom. Ist er jetzt mal zufrieden? Bereit zur Abgabe. Kann ich euch helfen? Hinfort, hinfort! Hinfort, hinfort! Okay, sind wir durch? Also ich kann hier nichts mehr machen. Ja, okay, dann haben wir das ja jetzt hier gemacht. Ab zurück an die Küste. Wir können das abgeben. Der nicht zu tiefe Ozean war das. Und schon haben wir 3, 4 Quests oder so geschafft in einem Part. Ich finde, natürlich ist das Spiel riesig und da wird noch 10 Millionen Sachen kommen, aber wir schaffen ganz schön viel, finde ich, in der Zeit. Also, ja. Habe ich mir länger vorgestellt, hier der Wirbelsturm im Hintergrund verheißt nichts Gutes. Düstere Atmosphäre, das Land ist nicht mehr so friedlich, wie es einst war. Und wir sind der Champion. Wir werden der Champion werden, der sich allen Gefahren entgegentrotzen wird. Hand zur Faust, ballt und hebt. So, ja, das habe ich wirklich gemacht. Bin voll dabei hier beim Aufnehmen. Lord Anel, der mal. Komm jetzt. Sieh zu. So ein Wasserläufer. Es gibt auch Wasserläufer, so Reittiere, die über dem Wasser laufen können. So was Tolles habe ich noch nicht mal. Der sieht ganz witzig aus. Ich fand den immer total lustig, wenn ich den gesehen habe. Aber ich habe keinen. Da ist er, Gorbold. Was geht euch durch den Kopf? Die Ablenkung hat also funktioniert gut. Macht euch wegen der Schätze keine Sorgen. Ich und Gary werden uns darum kümmern diesmal. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass sie mich aus der Stadt verjagen würden, wenn noch mehr schiefläuft und noch ein weiteres Abenteuer verloren geht. Joa. Seid auf dem Boden. Okay, da hat sich auch der Ruf erhöht, der Fraktion Danassus. Das hier ist unser Ruf. Und das sind so Gebiete. Wir sind ja im Moment hier ganz am Anfang und da haben wir zum Beispiel Danassus schon auf wohlwollend, Exodar ist noch freundlich und so weiter. Also es sind Gebiete, wo der Ruf sich erhöht, wo man viel gemacht hat. Und wenn man halt irgendwie bestimmte Sachen erreichen will, was weiß ich, ein Reittier haben will oder pipapo, irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas erreichen will, wofür man Ruf braucht, dann muss man halt erstmal dafür sorgen, dass der Ruf halt ordentlich ist. Und das ist halt auch nicht immer so einfach. So, jetzt geben wir noch eben fix schnell den anderen ab. Was war das mit südöstlich? Die sollen mal hier, die Trulla sollen mal irgendwie einen Mondpischer bereitstellen, ne? Ich weiß immer nicht, ist der da draußen? Müsste doch eigentlich irgendwo, müsste doch mal ein Mondpischer-Reiter sein, dass man da mal hinreiten kann. Guck mal, da vorne zum Beispiel. Ich glaube, da reitet die bestimmt noch mal wieder zurück, wenn wir zu der hingehen. So. Hallo. Möchtest du den Ruin von... Da, wunderbar. Da gehen wir, da reiten wir jetzt hin. Dann müssen wir das nicht laufen. So, ab geht's zu den Ruinen. Mach das Interface auch aus, dann kann man das hier voll genießen. Warum auch immer es schon wieder ruckelt. So, da sind wir auch schon. Und können den Quest abgeben. Wir sind in einem neuen Gebiet, das ist gut.
Wie darf ich helfen? Die Eindringlinge der Splitterspeer, das ist Leutnant Mora Sternenhauch. Glinda hat euch geschickt, um uns zu helfen. Ja, es war weise von ihr, das zu tun. Ich kann Hilfe sicherlich gebrauchen. Ich arbeite gerade unseren Erstlingsplan aus, um ihre Ränge nach und nach zu dezimieren. Bitte helft in der Zwischenzeit Tüsche und Baltule aus, wenn ihr könnt. Der Name ist. So, und da haben wir auch schon Stufe 18 erreicht. Wahnsinn. Wir haben eine neue Fähigkeit, Adlerauge. Die zeige ich euch sonst das nächste Mal auch. Hamlet hat natürlich die nächste Stufe erreicht. Diese Quest hier, die lesen wir das nächste Mal. Dann geht's los hier in diesem neuen Gebiet. Wo sind wir jetzt eigentlich hier? In den, genau, Ruinen von Mathystra. So, Mathystra. Das Gebiet hat sich schon erweitert hier in der Nähe vom Teufelswald. Das ist schön, da freuen wir uns. Unsere Hilfe wird benötigt. Wir heilen Hamlet, Hamlet geht's nicht so gut. Und sehen uns, hören uns im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Bis dann!